Und Hallöchen, da sind wir wieder zum nächsten Teil von Siedler 5. Wir sind ja wieder mal mitten kurz vor einer Schlacht. Wir haben ja noch ein paar Minuten, bis die gegnerischen Truppen kommen, denke ich mal. Ich weiß jetzt nicht, warum hier keine Zeit mehr eingeblendet ist, aber auf jeden Fall müssten wir noch ein paar Minütchen haben. Oh, unser erster Regen, wie mir jetzt auffällt. Das erste Mal, dass hier regnet, ja, das ist natürlich schade. Denn bei Regen läuft das alles etwas schwieriger, man sieht nicht mehr so gut. Und die Einheiten selber haben auch nicht mehr so viel Sichtweite, das heißt, sie erkennen Feinde erst später. Und da ist unser erster Ballisterturm! Supi, ne? Unser erster Ballisterturm, das braucht man noch sehen hier, dann bauen wir vielleicht noch ein paar, wenn wir genügend Steine haben. Ich habe aber gerade gesehen, aus irgendwelchen Gründen, wahrscheinlich weil wir Zahnrad erforscht haben, genau, Steinmetzhütte. Wir können jetzt nämlich eine Steinmetzhütte bauen. Jetzt will ich nur mal einen Leibeigen finden, der hier irgendwo in der Nähe ist. Das ist bei dem Regen ja auch nicht mehr ganz so einfach. Nein, ich will keinen Bergmann. Ich will... Ach so, ich kann ja nochmal, doch nochmal schnell drei Speerträger ausbilden. Hier muss... Kann ich dann jetzt gehen? Nein, du machst noch weiter. Ach, hört schon wieder auf zu rechnen. Na gut, so. Du hier, du machst trotzdem ein Steinmetz. Und zwar hier, weil die einzelnen, ja, Veredelungsgebäude, die müssen nicht unbedingt die Rohstoffe aus der Burg holen. Wir brauchen mehr Holz. Oh, wir haben kein Holz mehr. Ach, Kacke. Komm gar nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun, ich war gar nicht da. Nein, du warst nicht da. Lichtung! Lichtung! Und habe Holz gefällt, ne? Ja, hast du wohl. Nein, Chaot. So, wir brauchen jetzt nämlich auch Holz, dann fäll mal schön Holz. Ja, wie gesagt, die Veredelungsgebäude müssen das nicht aus der Burg holen. Die können das auch vom Lager holen, was wir übrigens auch bauen können. Aber das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Oder die holen es direkt von einem Stollen, von einer Grube. Also der Steinmetz von einer Steingrube und das Lehmveredelungsgebäude, die Ziegelhütte, könnte sich auch direkt von der Lehmgrube holen. Aber da ist die Festung näher. Und ja, bei der Sägemühle müssen sich das ja auf jeden Fall von der Festung holen, weil es ja keine Holzabbaugebäude gibt, nicht wahr? Damdalam. Ja, es ist ja jetzt irgendwie doof, dass ich jetzt gar nicht sehe, wie viel Zeit wir noch haben bis zum Angriff. Das ist ja jetzt ein bisschen doof. Ein bisschen blöd. Theoretisch kann man den Turm dann noch irgendwann zu einem Kanonenturm ausbauen. Dann ist er noch ein bisschen effektiver. Ein Steinmetz. Und haben wir genug. Nein! Es fehlen schon wieder Wohnheiter. Wohnheiter. Da können wir jetzt aber eins ausbauen. Das bringt nämlich, hier sind im Moment 6 Plätze und bei einem mittleren haben wir 6, 7, 8, 9. Das heißt, das reicht völlig. Wird erledigt. Wird erledigt. Gut, dann mach mal. Und das Dorfzentrum können wir auch nicht ausbauen. Ach Gott, das ist ja schon wieder 2-3 Tage her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Ich weiß jetzt gar nicht, was genau kam. Ich weiß nur, dass hier die bösen Horden gleich rauskommen. Ach so, wir wollten ja den Bürgermeister von Oberkirch 500 Taler zahlen. Vielleicht mit da selber auch noch ein paar Soldaten. Ne? Dario. Ja. Vielen Dank für eure großzügige Unterstützung. Ja, bitteschön, kein Problem. Lass mal lieber mit eure Truppen, kann ich endlich Truppen anheuern und das Dorf ins Verderben laufen. Ne? Ey, guck mal. Wir werden das ist doch an der gut. Straße den schwarzen Rittern entgegentreten und sie in ihre dunklen Höhlen zurückjagen. Ja. Ha, das wird ihnen eine Lehre sein. Das wird ihnen eine Lehre sein. Die haben gar nicht mal so schlechte Truppen, ne? Hier. 2 Trupps Armbrustschützen und 2 Trupps Speerträger. Also gut ausgebildete. Ach, ihr habt schon wieder keine Rohstoffe. Oh nein. Oh nein. Hier muss es doch noch Steine geben. Habt ihr keine Steine mehr? Ah, Steine. Sehr gut. Das ist doch gut. Auf jeden Fall, für 500 Taler könnte kein anderer sich solche Truppen zusammenbauen. Aber die können das halt. Jo, guck mal, jetzt haben wir auch 800 Steine wieder. Da bringt doch die Ziegelhütte
die Steinmetzhütte einiges. Da sieht man auch hier diese 803 jetzt. Das sind noch die Rohstoffe, die noch veredelt werden können. Und hier sieht man auch, wie sie sich gerade Steine holen, die Steinmetze. Es ist auch ganz gut gemacht, dass bei den, wenn man dann Gebäude damit baut mit den Steinen, dass zuerst die Steine verbaut werden, die bereits veredelt worden sind. Das heißt nicht die, die man noch veredeln könnte, sondern erstmal die, die eh schon da sind. So, dann bauen wir hier nochmal so einen Ballisterturm hin. Flupp. Und den bauen wir mal aus. Und dann reicht das auch, denke ich mal. Unsere Speerträger hier können wir nochmal aufrüsten. Jetzt haben wir immer noch... Ach komm, eigentlich können wir nochmal 3 Trupps bauen. Ausbau abgeschlossen. Nee, lass ich mal. Das reicht uns doch. Weil Erik kommt ja auch noch irgendwann. Der bringt bestimmt auch noch Truppen mit. Oh, sie kommen. Die feindlichen Horden. Ihr habt es so gewollt. Los, hauen sie weg. Na, das sind ja... monstermäßig viele. Nein, Dario. Du darfst nicht sterben. Euch wird nichts geschehen. Ja. Gut, die Helden können eh nicht sterben, aber also, wenn die Helden besiegt werden, dann liegen sie einfach auf dem Schlachtfeld rum und man muss einen eigenen Trupp, einen Trupp eigener Krieger für eine gewisse Zeit dahinstellen, so für ein paar Sekunden, 10, was weiß ich, 10, 15 Sekunden. Und dann erstehen die Helden wieder auf, die da zugrunde gehen. Trotzdem will man das nicht unbedingt riskieren. Ah. Erik ist mit seinen Truppen aus Crawford. Ja, er hat sie hergeführt. Oh, da ist ein Schreibfehler. Erjack. Och nein. Sammelt sich in dieser Höhle zu einem vernichtenden Angriff auf das Dorf Darkenstone. Wo ist denn jetzt Darkenstone? Och. Ihr Ziel ist es, das Dorfzentrum der Stadt zu zerstören. Och, Leute. Ihr müsst dies verhindern. Jetzt habe ich gerade da die Ballistertürme. Verteidigt die Stadt und vernichtet die Raubritter. Erik. Aber cool, dass du da bist. Ich freue mich. Ja, dann schauen wir mal. Dann schicken wir gleich unsere ganzen Truppen da runter. Dereinst waren Dario und Erik gemeinsam in Talgrunds Landen zu Jünglingen herangereift. Gerne gedachten sie auch später jener Zeit, doch ihre Freundschaft wurde tiefer und nährte sich nicht nur aus Erinnerung. Erik dünkte es vor Jahren schon, dass sein Freund zu Höherem bestimmt war. Dennoch pflegte er ihn bei ihren Kampfübungen nicht zu schonen. Doch als die Jahre dahingingen, zog er aus, um die ihm eigene Kampfesweise auf den Schlachtfeldern zu erproben. Erik. Er war zum Ritter geschlagen. Und in des Landes weitem Rund sangen die Barden von den kühnen Taten des trefflichen Heerführers, der schon manch große Schlacht geschlagen hatte, und dem die ihm anvertrauten Soldaten blinden Gehorsam erwiesen, als er in die Heimat zurückkehrte. Ach, ist das nicht cool. So, die Truppen sind ja schon mal postiert. Hier haben wir 3 Trupps. Langschwertkämpfer oder? Nein, sogar Bastardenschwertkämpfer. Das ist die höchste Schwertkämpferform. Und die sehen auch ziemlich cool aus, finde ich. Die können auch, also die, bei allen Truppen... Ich geh mal kurz zur Seite. Bei allen Truppen, also bei allen Arten von Kriegern, gibt es am Anfang 4 Möglichkeiten. Also 4 Möglichkeiten. Ach, ich kann mir gar keine mehr dazu holen. 4 Mitläufer, sag ich mal. 4 Mitläufer. Wenn man dann die Stufe 3 und 4 hat, dann sind es bereits 8 Mitkämpfer. Oh, unser Lehmschacht ist erschöpft. Ist aber nicht schön. Gut, dann haben wir jetzt ja wahrscheinlich gleich wieder genug freie Plätze, dass wir diesen Trupp hier wenigstens voll bauen können. Und hier laufen sie. Unser 3-Sterne-Schwertkämpfer-Trupp. Haben wir noch irgendwelche anderen mit Sternen? Nö. Was ist das denn? Ist doch witzlos.
Hat man nicht noch irgendwo andere Schwertkämpfer, die irgendwelche Sterne hatten? Wir hatten doch noch einen Zwei-Sterne-Trupp. Was ist der hier? Ach, macht ja auch nichts. Jetzt kommen wir erstmal gleich in 2 Minuten 34 die feindlichen Horden. Dann schauen wir doch mal, wie wir denen am besten entgegentreten. Wir haben ja alles. Ich denke mal, so viel werden das wahrscheinlich nicht werden. Was sagt der Auftrag? Wehrt den letzten Angriff ab. Wird das Dorfzentrum von Dark Kingstone zerstört, ist die Mission verloren. Hinweis! Euch steht nun Herrführer Erik mit seinen Truppen zur Verfügung. Setzt diese klug ein, dann werdet ihr gegen die Angreifer leichte Spiele haben. Das werden wir wahrscheinlich auch so. Aber Eriks Fähigkeiten sind ganz cool, die werden wir auch gleich mal zeigen. Deshalb schicke ich ihn mal gleich ganz nach vorne. Tada! Einmal kann er nämlich einen super Rundumschlag, mit dem er gleich 5 bis 10 Einheiten gleichzeitig umnieten kann. Und dann Aura der Stärke, das ist sowieso recht cool. Alle in seinem Umkreis, also alle von meinen Kämpfern und von meinen Verbündeten, wenn ich irgendwann mal welche haben sollte, die werden dann stärker. Die schlagen stärker zu und machen mehr Schaden dadurch. Fertig. Gut, dann bauen wir hier auch nochmal einen Turm hin. Yep. Den machen wir aus. Ach, jetzt haben wir wieder genug. Ihr zieht euch ein wenig nach hinten, seid damit nämlich besser. Unsere Ballistertürme einfach ganz vorne sind. Ja, alle nach da. Die wollen sich immer, das ist dann auch irgendwann nervig, wenn man ganz viele Truppen hat, dass nämlich die sich alle postieren wollen. Oh, die haben schon 4 Sterne. Haha, unsere Schwertkämpfer haben schon 4 Sterne. Jawohl. Das ist auch ganz schön. Dann kriegen sie nämlich nochmal einen richtigen Schadenbonus. Also dann ist jeder Schlag von denen stärker, soweit ich mich erinnere. Stärke 14 und was haben die anderen? Stärke 12. Das ist da. 2 Stärkepunkte mehr. Das bringt's. Fertig, Meister. So, jetzt habt ihr ja erstmal nichts mehr zu tun. Dann baut er also noch einen. Aber gern. So, gleich kommen sie. 18 Sekunden. Oh, hoffentlich schaffe ich das noch mit der Aufnahme, ne? Ich glaube, wir werden mal wieder mitten in einer Schlacht abbrechen. Aber das kennt ihr ja alle schon. Das ist ja nichts Neues für euch. 3, 2, 1, 0! Oh, da sind sie. Die Bösen. Das sind aber jetzt keine Reiter dabei. Jetzt sind wir ja mit unseren Lanzenträgern voll im Hintertreffen, ne? Ach. Quack. Sind wir gar nicht. Der Aussichtsturm ist auch noch rechtzeitig fertig und ihr... Ach, der Bürgermeister. Wir gönnen uns einfach mal nochmal mit dem Bürgermeister zu sprechen. Hallo. Gut, dass ihr kommt. Wir haben einen Kunde bekommen, dass ich in den Höhlen schwarz... Na, nicht mehr. Ja, sie sind unterwegs. Na. Ach, das war alles. Oh, da geht schon los. Oh, Erik. Stärke, Fähigkeit. Und jetzt pass mal auf. Jetzt laufen wir mal dahin. Und jetzt. Bäm! Da siehst du mal, was das bringt. So, auf sie. Tja. Ich glaube, das war's jetzt schon gleich wieder. Und da sehen wir die Pfeile und die Ballistas und dann... Und das war's schon wieder. Und dann mache ich, bevor hier eine Sequenz kommt und ich das zeitlich nicht mehr hinkriege, mache ich einfach Schluss. Vielleicht kommen ja auch noch ein paar Truppen. Keiner weiß es. Tschüss, Leute. Bis zur nächsten Aufnahme.